Servus und hi miteinander. Heute gehen wir auf den Kimberg, beziehungsweise überschreiten wir den ganzen, so der schöne Tour am Gipfel gerade entlang. Der Kimberg liegt in die Allgäuer Alpen und wie ihr seht, habe ich da hinten ein Auto abgestellt und vorher schon das Fahrrad in Position gebracht, damit man einen Rückweg bequem hat. Der Charakter von der Tour, seht selber, geht erstmal über Wiesen und Graslandschaft hinauf. Man muss jetzt auch den Einstieg richtig nehmen, von der Seite, wo ich hochgegangen bin. Weil es gibt insgesamt zwei Einstiege. Einmal könnte man sagen, direkt von Osten her, gerade aufs erste Gipfelkreuz. Und das andere geht von Süden her, wo ich jetzt aufgestiegen bin. Und geht dann ziemlich nah am ersten Gipfelkreuz auf, aber nicht ganz. Hier seht ihr übrigens ein Blindschleichen, ein paar Baksing und ein paar Bergsalamander. Es ist insgesamt ganz schön gewesen. Da hast du eigentlich einen Haufen Tiere gesehen, die du woanders jetzt nicht unbedingt siehst. Da geht sie dann der Weg weiter rauf, schlängelnd wie die Schlange. Es liegen jede Menge Bäume umeinander, die die Wegstrecke ein bisschen nicht erschweren, aber die halt manchmal stören. Trockenes Wetter war insgesamt sehr gut. Und da sind wir auch schon am ersten Gipfel. Der liegt auf knapp über 1,2. Ist jetzt aber auch der kleinste und der östlichste. Da gibt es ein schönes Bankerl. Ja, wir sehen da unten Fronten hinter mir. Und da kommt jetzt dann der Breitenberg. Aber wir sehen das später auch noch viel besser. Die Anzahl der Gipfel variiert auch immer je nach Karten, die man hat. Also nicht so genau nimmer. Ich habe jetzt mal drei Gipfel zählt, wegen drei Kreuz. Zwischendrin gibt es jede Menge Grenzsteine und offiziell ist das kein Gipfelgradweg, der ist also nicht ausgeschildert oder ähnliches, sondern der ist einfach wild dahintrampelt. So wie ihr seht, ist der aber sehr gut erkennbar. Also ich habe nirgendwo eigentlich Schwierigkeiten gehabt zum sehen, wo geht der Weg entlang, der auch gut stabil ist. Wird natürlich nicht pflegt. Aber er ist auf jeden Fall gut vorhanden. Na, mit dem nicht pflegen, werden wir vielleicht leid widersprechen, aber ich habe bisher nichts gesehen. Also es gibt auf jeden Fall keine Schilder oder ähnliches. Nur im Tal weisen Schilder drauf hin. Mein Weg, mein Einstieg muss ich mir selber suchen. Da gibt es also gar keine Schildlein unten. So seht es weiter den Charakter. Da geht es jetzt ein bisschen bergauf, bergab. Die meiste Zeit ist wirklich grasig. Ich würde sagen, 10% sind dann Storner, wo du einmal klettern musst. Insgesamt gab es jetzt für mich persönlich zwei Schlüsselstellen. Einmal ist der Weg ein bisschen abgeschwemmt und da macht der Felsen oben drüber so einen ziemlichen Bauch raus. Und mit meinem großen Rucksack war es schon ein bisschen unangenehm, da vorbei zum Gehen. Ja, aber Kinder oder Leute ohne Rucksack spielend. Das andere ist eine Einser-Kletterstelle, die zum Bewältigen ist über so eine Felslippe hinauf. Aber wirklich maximal eins. Und wenn es trocken ist, ist das auch kein Problem. Aber das sollte man drauf haben. Und natürlich schwindelfrei sein. Weil so gut wie hier sind die Weglein selten. Ja? Sondern da wird es dann schon ein bisschen ausgesetzter. Hier sehen wir jetzt den Weg schön rechts rum in den Wald rein. Und wir umgehen quasi das ganze Felsmassiv, das wir vorher gesehen haben. Da außen rum, da geht es dann hoch. Da kommt jetzt dann der zweite Gipfel mit 1384 Meter. Bis daher kann man sagen, ist ein bisschen ausgesetzter und die Tour zu dem Gipfel ist auch leichter möglich von einem mittleren Aufstieg. Der geht auch im Süden los und ist relativ mittig vor der Kette. Also das wäre auch möglich, dass man den Berg auch so nimmt, ohne größere Schwierigkeiten, würde ich sagen T3. Das andere ist schon T4, vielleicht T5, dass man den Charakter ein bisschen benennt. Ganz groß natürlich der Breitenberg in der Rundumsicht und die weiteren Gipfel. Das geht jetzt dann immer bergauf, bergab mit immer roundabout 200 Höhenmeter, die man so am Gipfelgrat zwischen den einzelnen Gipfeln mitnimmt.
mit so knappe 600 Höhenmeter auf dem Graden auf und dann 200 Höhenmeter bergauf, bergab. Was das Schöne ist, zwischendrin gibt es immer wieder flache Passagen, wo man Pause machen kann und sich ein bisschen ausruhen. Eine kleine Sache am Rande: Die Beschreibung von der Tour ist jetzt extra gemacht für Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen. Ablaufen kann man das Ganze als Trailrunner. Natürlich in einer Stunde ist man da gut durch. Ja. Immer voll Zeit gelassen und gefilmt. Und dann dauert es natürlich umso länger. Gerade auch, wenn man jetzt da oben eine Brotzeit macht, die Aussicht genießt, die Füße mal hochlegt, dann kann man da schon viel Zeit verbringen. Zwischendrin gibt es auch ein paar Spuren, dass da mal gecampt wird oder auch, dass da oben ganz massiv Baum gefällt werden. Einfach heute halt die Frühjahrsrevision. Aber es bleibt eigentlich alles liegen. Der Weiterweg oder ja, der Abstieg, der dann dazwischen kommt, zwischen Hauptgipfel und dem dritten Gipfel oder dem zweiten Gipfel hier, der ist nicht verzeichnet bei manchen Karten. Aber der führt gut auf und ist auch vom Charakter her steil, aber nicht ausgesetzt oder ähnliches. Mal wieder zurück und wie ihr es gesehen habt, geht es also da runter und hier sehen wir, hier gehen wir her, da geht es ins Tal runter, gabelt sich der Weg, der Pfeil zeigt auch runter und der Weg geht weiter zum Kimberger Hauptgipfel, der liegt bei knapp 1536 Meter. Der Charakter von hier aus zum Hauptgipfel ist großteils entspannt. Wirklich Grasrücken und im Wald gehe, also keine Probleme oder ausgesetzte Stellen. Weiter oben wird es dann mal wieder ein bisschen am Grat entlang gejagt, aber es hält sich nur im Rahmen. Zwischendrin haben wir so Grasseitengänge, Seitenquerungen, die dann ein bisschen am Felsen entlang gehen. Ist eigentlich eher schön, mal ein bisschen nackten Fels zu sehen. Nach all dem Gras. Mein Bub ist jetzt schon ziemlich bergerfahren. Er hat schon einiges gesammelt an Klettersteige, wie den Höllental-Klettersteig oder einen Stopselzürger oder Alpspitz-Klettersteig. Und für den wäre es jetzt kein Problem, so einen Gipfel gerade entlang zu gehen. Wenn man Kinder mitnimmt, sollte man selber sehr sicher sein, natürlich.
und aber auch für Glorans kurzes Seil sorgen, dass man sowas mit dabei hat. Hier kommt jetzt schon von Nesselwang her und von der Alpspitz so eine kleine Wetterfront. Der Wind nimmt zu und die Wolken bilden sich. Wie seht, die Strecke geht weiterhin relativ entspannt über so einen grünen, breiten Gipfelgraten auf. An der Weggabelung habe ich das letzte Mal das Wetter gecheckt und es war eigentlich bis 17 Uhr noch top. Und dann hat wieder mal die Natur zeigt, was kommt. Der Wind ist weiter aufgefrischt und die Wolken sind richtig rübertrieben worden. Man hat auch schon keine Fernsicht mehr gehabt nach Norden aus und Süden war nur relativ frei. Es hat aber dann nicht lang gedauert, bis es dann losging. Schade, dass keine Zeit wäre, den kleinen Pilz zu beklettern da. Und hier haben wir keinen kleinen Durchguck gehabt. Ja, wie ihr seht, ist das Wetter jetzt nichts mehr gewesen. Aber das hält mich nicht ab. Das Ende von der Tour und der letzte Gipfel waren in greifbarer Nähe und der Rückweg hätte deutlich länger dauert. Aber ich sage mal, der bisschen Wind, der bläst mich nicht davor. Und ein bisschen Regen zieht man sich passenden Schutz über und fertig. Der Charakter von der Tour verschmälert sich da ein bisschen wieder. So hin zu solchen Gipfelgratgeschichten. Und wie gesagt, nehmt ein kurzes Seil mit für Kinder und dann habt ihr kein Problem, dass ihr die an solche Passagen ein bisschen sichert, falls ihr sie mal vertappen oder ähnliches. Ja. Die letzten Meter am Gipfelgrat haben dann so ein bisschen einen Charakter, wo es dann mal daneben runter geht und Wegfindung ein bisschen schwieriger wird. Hier haben wir noch so ein Hexenkreuz, so wie das ausschaut. Erinnert mich das ein bisschen an Blair Witch Project. Aber ich glaube nicht, dass das den Zweck erfüllt. Dann fing der Regen an und wurde deutlich stärker. Und ich habe mich ein bisschen untergestellt erstmal unter so ein paar Felslippen. Felskanten, weil das war ein bisschen ungemütlich. Dann nochmal ein Wetterbericht geprüft. Leider war es dann auch so, dass das Wetter immer schlechter bzw. mehr Regen geworden ist. Donnergrollen hat man jetzt einmal gehört, aber mehr nicht. Also man hat auch keine Blitz gesehen, nur einmal kurzer Donnern in weiter Entfernung. Und dann habe ich eben unter die Felslippen geguckt. Und da ein bisschen abgewartet, da unten drin, weil der erste Unterschlupf hat der ein bisschen Durchzug, sag ich mal. Und wie ihr es hier gleich seht, da hinten ist ein Loch in der Wohnung, ja, und das sorgt ein bisschen für Durchzug. Und der zweite Platz war dann schon deutlich besser. Meine Laune hat dann noch keinen Abbruch genommen, aber die Filmqualität und Weitsicht, die ist ganz rapide nach unten gegangen. Hauptgipfel ist also passiert gewesen und hier eben der Finger deutlich runter. Nach dem Hauptgipfel zirkt sich es noch ein bisschen, also muss man schon noch 20 Minuten, Viertelstunde muss man schon noch am Grat bleiben, bevor man dann über einen Abstieg nach unten kommt. Hier sehen wir nur eine kleine Feuerstelle, was ich schon mal angesprochen habe, aber immer so kleine Hinweise, dass das schon früh gezettelt wird. Hier kommen wir jetzt dann schon langsam in den Abstieg runter und gehen durch einen dichten Wald. Und der wird umso dichter, desto weiter man runterkommt natürlich. Durch den Wald, der Abstieg, die einigen Höhenmeter, ich glaube das waren 250 durch den Wald, die gehen relativ schnell. Hier kommen wir dann schon wieder auf den Wirtschaftsweg bzw. auf die Straße und der Bereich da heißt Himmelreich, falls ihr das mal schauen wollt. Hier sieht man das erste Mal Wegweiser. Das hat was für sich. Ja.
Also wir gehen ja direkt ins Tal wieder. Und Fallhäusl heißt es, wo ich in der Nähe mein Fahrradl abgestellt habe. Und da werden wir runtergehen. Ihr seht, der Regenschirm hat voll geholfen. Und hier sind wir auch schon wieder an der Brocken. Das ist aber mindestens noch mal eine halbe Stunde Abstieg gewesen. Da runter. Und der Brocken durch auf der Südseite hinauf von der Brücken und ein paar Meter weiter habe ich dann mein Radl gehabt. Das habe ich in der Früh da angeschlossen, damit man auf dem Rückweg, ich glaube, das sind so 4 Kilometer, dass man die schnell überwindet. Da mag ja keiner mehr laufen nach so einer Tour. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen, muss man sagen. Auch wenn es jetzt zum Schluss geringert hat, dort jetzt keinen Abbruch. Würde ich auf jeden Fall allen empfehlen. Auch mit Kindern. Man kann alles machen mit Kindern. Man fühlt sich aber wohler, wenn man ein Seil dabei hat, ein kurzes. Was ich jetzt gar nicht sagen kann, ist jetzt, wie von der Ostseite her der Aufstieg ist. Weil der ist relativ steil und relativ ausgesetzt. Und nur oben gesichert mit Stahlseile. Das müsst ihr euch selber anschauen. Ich habe absichtlich nur den Weg gemacht, weil eben viel Ausrüstung halt dabei hat. Da ist Radl gesichert und mal kurz zufrieden sein. Hier geht es dann los, von dem Punkt aus, wo ich geparkt habe, zum ersten Gipfel. Vorn dran mit dem Bankerl. Dann geht es weiter zum zweiten Gipfel und der schönsten Aussicht. Der Bereich dazwischen ist relativ ausgesetzt und schwierig. Dann geht es weiter über einen Grashügel nach unten durch den Wald. Sehr schön auch für Kinder. Und da ist optional die Abzweigung nach unten. Dann erreichen wir auch schon den dritten Gipfel und dann geht es zum Finale hin. Der Abstieg ins Tal hinunter und die orangene Linie ist dann nur das Fahrrad, mit dem ich wieder zurückgefahren bin. Alles in allem sehr gute Tour. Kann man jetzt, sage ich mal, in 5, 4 Stunden, 5 Stunden locker schaffen. Ich war jetzt 6,5 unterwegs, ich habe ein bisschen gefilmt und habe natürlich auch gehalten und dann die Rosen gerochen. Viel Spaß bei euren Touren und ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben. Servus und gesund bleiben.